Is that a wall? Aw, nuts. We can't get past it. Sophie? Hey, how did you get through? We can pass, but we have to work together. Okay, let's give it a shot. What's happening to my head? Lambda. Playing with your blocks again, are you? That's a good boy. Are you happy to be praised like that? If so, then you should smile like this. I know it feels strange at first, but in time you'll learn how to smile on your own. Director Cornell. Ah, hello there, Emerald. Sir, I've been thinking, and I believe your methods are mistaken. We're to study Lambda's abilities, not to shape his moral fiber or aesthetics. And that's all we're tasked to do. I believe proceeding with such a plan will inevitably raise a number of grave ethical concerns. Ethical concerns? So you consider it unethical? For me to teach this child how to laugh, or even if I show him what it means to cry? Of course it's unethical. The point remains, this body was provided merely as a convenience for our continued research. A body may influence a soul just as a soul can shape a body. Just look at the child. Every day he becomes more and more human. To tell you the truth, I have a great number of things in store for this interesting young boy, Emerald. I think he may well be the first of his kind to transcend the bounds of humanoids and become a new kind of being. He is indeed nothing less than the hope of our future personified. Huh. Lambda here has a good many things yet to learn, and I want him to grow up, to be a healthy and carefree young boy. Yes. He should live as nothing less than human. Did everyone just see that? That was the research institute on Fodra, right? I believe we saw part of the same vision there. It wasn't just Lambda. Emeraude and that man from the Institute's records were there too. I don't understand. How could we share a vision like that? It may be because Lambda is trying to merge with this world. Yeah, well, I don't think it was harmful or whatever. Everybody still feel okay? No problems here. I've been thinking about that vision ever since we saw it in the Institute. I guess I'm surprised that Lambda would smile like that. We can't discount the possibility that the vision is a trap of some kind. There could be trouble ahead. Let's move fast, but watch our steps. He did smile, didn't he? Why did Richard choose to be with you, Lambda? Just what are you? Eine ganz komische Vision auf jeden Fall. Was haben wir hier? Edet gefunden. Ja, wir nehmen auf jeden Fall und werfen den Rest weg. Und weiter geht's. Doppelweg. Okay. Auf der anderen Seite geht es wieder nach unten, beziehungsweise nach oben. Ah, eine Kiste, gut. Ein heiliger Trank. Dreimal. Verdammt. Ah. Dankeschön. Schauen wir doch mal, ob wir jetzt nach unten kommen oder nach oben. Hinabsteigen, ja? Wir gehen nach unten. So, müssen wir eine Kiste. Die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Gut, gegen einen von denen muss ich jetzt kämpfen, ist aber kein Problem. Halten wir halt ganz schnell mal. Ne, der Typ und ich kann nicht kämpfen. Jetzt. Und der Fall war schon geil, auf jeden Fall. Schon wieder ein großer. Okay, der Vogeltyp ist tot. Wir haben nur noch die zwei großen hier. Sehr gut, noch einer. Über 10.000 Schaden, 13.000 Schaden. Die Combo geht immer weiter und er ist tot. So, Espel ist mit seinem Titel wieder bei 5 Sternen. Jetzt haben wir noch harte Abwehr. Oh, Schaden runter, plus 3%. Das ist für die Verteidigung. Das nehme ich auf jeden Fall mal rein. Da Verteidigung niemals schaden kann. Oh, fuck. Ah. Alter, wie viele das doch sind. Aber die gehen schnell down. Die letzten zwei. Ach nee. Und das war's. Wobei wir schon erstaunlich wenig FP bekommen. Fällt mir gerade so auf. Buch der Stärke. Schauen wir noch mal. Moment. Bücher. Buch der Stärke. Dieses Zauberbuch halbiert den erlittenen Schaden. Verbraucht den Kampf rasch Elid. Wow. Halbiert den erlittenen Schaden. Das ist schon extrem auf jeden Fall. Aber wenn das Edet verbraucht... Hm. Überlege ich mal. Ich würde sagen, das machen wir mal raus und nehmen mal ein Buch der Stärke rein. So, wir haben ja noch... Moment. Nee, Meister... Genau, hier. Meister Tonicum C. Oh, 3000 FP. Davon können wir 2 Stück nehmen. Geben wir Aspel. Zack. können weiter. Alter, auf mich zu trollen. Da war ein Speicherpunkt. Die eine Kiste. Okay, ein Speicherpunkt. Da scheint es da auf jeden Fall weiterzugehen. Aber wieso können wir hier nochmal runter? Und warum ist da unten eine riesige Fläche? Okay. Wohin führt das hier? Ah, nach oben. Okay, warum nach oben? Ach, nochmal einer dieser Monster. Deshalb der Speicherpunkt. Gut, speichern wir und kämpfen dann hier oben gegen den, weil ich glaube, so einen Kern haben wir auf jeden Fall nochmal. Und irgendwas muss der Typ ja auch bringen. Ich glaube, es war noch eine Plauderei hier. Überglücklich. So even Lambda smiles. When I was a kid, everyone was always all, oh, there goes that smiling Pascal again. Not me. When I lived in Strata, I was known as the child who never smiled. You don't smile now either. I suppose I can't really deny that. But nonetheless, I was still shocked to see Lambda smile. I didn't think he was capable of it. What may have prompted him? Maybe he just felt like it. That's not an answer. How should I know? It's just, when I see someone smile, I feel good. So maybe it was something like that. Does that mean you'd like to see me smile? No, not really. I had a feeling you'd say that. So, nochmal gegen den Großen da vorne. Hat er 100.000 AP, ich denke mal, das dürfte jetzt wieder kein Problem sein wie beim ersten Mal. Ach. Da bin ich gerade gut reingelaufen. Ah, der wird diesmal besser ab. Solange er mich angreift, sich auf mich fokussiert, ist in Ordnung. Ihn schon abwehren, dann draufhauen. Das war geil. Alter, die Blitze sind ja schon heftig. Ich glaube, das ist Malik, der die macht. Bin mir nicht ganz sicher. Und meins hat gerade schön in der Combo 11.000 Schaden gemacht. Wow, wieder eine schöne Combo. Ja, 1800 Schaden in einem Schlag. Die Hälfte müsste jetzt circa runter sein von ihm. Oh, 1800 Schaden. Oh, 6000 und Hubert ist direkt tot. Ich hoffe, dass sie gleich einen Wiederbelebungszauber macht, weil ich will kein Trank des Lebens hier einsetzen. Ja, das war die Wiederbelebung. Was hatten der noch? Noch 35.000. Das ist noch ungefähr ein Drittel seiner maximalen HP. Ach, Mann. Wiederbelebungszauber von Cheria? Nein, ist nicht. Dass sie gleich einen macht, oder sonst. Das könnte jetzt einer sein. Yes. Dankeschön. Oh nein, das ist blöd. Wie viel hat er noch? Noch 10.000, 11.000 Booster, 11.000. Jetzt gucken, dass sich Hubert wieder belebt. Yes, er ist wieder belebt. Und nochmal tot. Ah, Hubert. Gut, erledigt. Ja, aber dafür gibt er 3000 FP und das ist auf jeden Fall einiges. So, das war der nächste große, der erledigt wurde. Weiß nicht, ob wir wirklich einen Vorteil haben, wenn wir die erledigen. Aber dafür geben die FP. Und das ist sehr wertvoll jetzt. Wir sind hier wieder nach unten und dann auf das riesige Feld. Ah, das wird nicht gut. Ist die Frage, ob wir mit Rot anfangen. Also Rot, Gelb, Blau war ja das, was ich festgestellt hatte. Oh, verdammt. Gelb, Blau. Rot, eine Kiste. Da hinten ist auch noch was. Shit. Gelb, Blau. Rot. Ja, Blau ist falsch. Alter, der viel HP. Dann muss es erledigt sein. Ja, jetzt landen wir allerdings, glaube ich, wieder am Anfang der Map. Ja. Okay. Rot, Gelb, Blau, Gelb, Blau. Da ist die Kiste, die ich wollte. Eletank C ist okay. Ja. Den Fight mussten wir jetzt eingehen. Gut. Aber es geht ja nicht so stark. So, jetzt sind wir wieder am Anfang der Map. Ich glaube, wir müssen nach ganz nach links durch. Okay, Blau, Rot, Gelb. Rot, Gelb, Kiste. Schon wieder so ein Kern. Darf ich jetzt auf Rot umsteigen? Nein, darf ich nicht. Aber dafür landen wir direkt am Anfang. Okay. Rot, Gelb, Blau. Gelb. Blau, Rot. Blau. Okay. Na, egal was ich jetzt mache, ist falsch. Oh, doch nicht.